So viele Kater-Leute können ja noch nicht mehr sein, oder? Schauen wir uns mal weiter um. Natürlich. Lass mich durch. Halt mal hier. Hallo? Ja, komm her. Ich habe hier Freunde. Die wollen auch mit dir spielen. Vermutlich ist Gewalt doch eine Lösung. Zumindest manchmal. Tja, so viel zu dem Typen. Okay. Dann bleibt bitte wieder hier. Hallo. Kommt her. Wenn ihr euch traut. Traut euch. Los geht's! Nein, bleib hier. Das ist mir nicht ganz geheuer, dieser Gang. Warte, komm um die Ecke. Danke. Kannst du mich wieder angreifen? So. Eine Falle. Direkt vor uns. Dachte ich mir doch. Kümmert euch darum. Um die Fallen, nicht um die Fässer, Liliana. Ich werde es tun. Gute Arbeit. Sonst ist hier niemand. Gut. Wird erledigt. Was haben wir hier denn? Eisen, Rotstahl und Stahl. Ach, Eisen ist das schlechteste davon. Gut, fangen wir an. Hallo. Wie ihr wünscht. Ist das ein Elf da hinten? Und in der Tat. Wir sollten uns um den Elfen kümmern. Los, schnapp ihn dir. Schnapp sie dir. Seid vorsichtig. Kommt her. Ey, jetzt hat man auch viel zu tun, alte Frau. Mach dir kein gutes Vorbild. Wie ihr wünscht.
Naja, wir haben jede Menge Zeug hier rumliegen. Anscheinend waren sie nicht ganz erfolglos als Carter. Natürlich. In Zukunft aber nicht mehr. So, was haben wir hier denn? Noch eine normale Truhe. Gut, fangen wir an. Flussspat, Granat oder Malachit? Was ist davon das wenigste wertvolle? Ich glaube Granat. Oder was? Malachit. Ja, Flussspat. Ich glaube Granat. Ich glaube, es war Granat. Kannst du diese Tür aufmachen? Mhm. Gut. Ja. Wo kommt ihr denn her? Das sollte kein Problem sein. Da! Natürlich. Schon unterwegs. Gut. Gut, bevor wir da durchgehen, schauen wir uns erstmal nochmal hier um. Hallo. Ihr alten Gauner. Zeit zu sterben. Au. Gute Arbeit. Hört mir. Warum macht ihr da hinten eigentlich nichts? Was soll das? Wollen wir mal ein wenig. Au. Heute ist nicht Selbstmacht-Samstag, von daher dürft ihr mir gerne helfen. Das ist kein Problem. So, was haben wir denn hier? Tiefenlauer, die uns nicht angreifen. Okay, ich nehm's. Und ein Bronto, der nur ein bisschen rumschläft. Okay. Ist hier noch einer. Oh, und ein paar Nacks. Ich glaube, wir lassen die mal alle hier. Oh ja. Und ein bisschen Gold. Gut, fangen wir an. So, hoffentlich finden wir Javier mal irgendwann. In diesem Gemäuer. Hallo? Ist eigentlich zufällig Javier? Harrowmont hat also endlich erkannt, dass wir die Stadt übernehmen. Schickt aber trotzdem nicht seine eigenen Männer. Ihr habt euch die falsche Seite ausgesucht. Der König ist unwichtig, solange es eine starke Königin gibt. Tch,
Ihr seid ganz schön fordernd für jemanden, dessen so ziemlich gesamte Kater tot ist. Ihr werdet ihren Tod hundertfach bezahlen. Tötet sie! Aber lasst das Großmaul am Leben. Ich habe Pläne mit ihm. Pläne? Wieso? Wieso habt ihr Pläne mit meinem Hund? Das finde ich aber nicht in Ordnung, dass ihr Pläne mit meinem Hund habt. Den brauche ich noch. Kommt und stirbt. Auf ihn. Ah, jetzt seid ihr doch hier. Ich wollte schon gerade überlegen, zu euch zu kommen. Angel. Komm schon und hol's dir. Gut, Großer, du kannst dich gerne um die Gauner kümmern. Ich fand das mit den Gaunern nicht so gut klar. Ja, vielleicht sollte ich die Gauner aber auch mal von der abholen. Wir werden gar nicht wissen, was sie getroffen hat. Kein Problem. Oh, Verstärkung. Weitermachen. Deine hübschen Zähnchen werden sich hervorragend als Halskette eignen. Ja, ist das so? Ich kenne mich da nicht so aus mit Halskette. Arthur, wir sollten da nicht hochgehen. Bin mir nicht ganz sicher, ob da nicht eine Falle bei diesen ganzen Fässern hier ist. Komm, wir verschwinden mal. Lele? Direkt? Nein, stehen bleiben. Alles hier. Sofort stehen bleiben. Kannst dich gerne um die Falle kümmern, wenn du magst. So. Verlierst du die Nerven? Kannst ruhig Javier angreifen. Du bist der Ja, angreifen und auf sie draufstürzen ist natürlich auch eine Option. Guter Schuss. Oh. Das finde ich aber nicht nett. Lass du wo auf. Ja, greif mich an. Genau. Das ist ein guter Plan. Für uns. Moment, ich glaube, wir brauchen mal ein bisschen Lyrium. Atem des Abgrunds. Arthur, wo willst du hin? Nein, bleib hier. Kümmere dich lieber um Javier. So, Wiedersehen. Pass mal mit den Fässern auf. Komm mal lieber von der anderen Seite. Bewaffnet und gefährlich. Ich bin bereit. Also. Wird erledigt. So, Javier, wie schmecken die Echseneier eigentlich so? Noch so eine Haube des Distanzläufers. Gut, fangen wir an. Natürlich. So, sind da keine Fallen an diesen Fässern? Das würde mich wundern, Liliana. Gut, fangen wir an. Hm?
Meinst nicht? Okay. Dann darfst du da durchgehen. Eine Falle. Direkt vor uns. Tja, es ist dir aber früh aufgefallen, dass eine Falle ist, meine Liebe. Huch. Ja, natürlich. So, was ist hier? Ist doch bestimmt auch eine Falle. Ja. Gute Arbeit. Schicke Vase und belastende Beweise. Die Vase wollen wir auch unbedingt mitnehmen. Können wir nicht einfach hier lassen, diese Vase? Ist zu schön zum hier lassen. Aber was lassen wir dann zurück? Wohin habt ihr vielleicht Interesse an diesem schwarzen Runenstein? Wie aufmerksam. Ja, kein Problem. Ich hätte ihn sonst zerstört. Ich meine natürlich, ich habe nur an euch gedacht, als wir diesen Runenstein besorgt haben. Weg damit. Weg damit. Okay, auf jeden Fall haben wir belastende Beweise gefunden. Na, dann lassen wir den Bogen halt hier. Und den Liebesbrief nehmen wir mit. Hihi. So. So. Dann werden wir nach Osama zurückkehren. Huch. Bei den Bärten all meiner Ahnen. Wie seid ihr? Wo kommt ihr her? Ihr habt ein Loch in meine Wand gemacht. Das tut mir aufrichtig leid, aber dieses Loch führt in einen Tunnel zum Versteck der Kater. Ach, wirklich? Verdammt! Wenn davon jemand erfährt, bin ich ruiniert. Alle werden denken, ich hätte etwas mit Javier zu tun. Tja, macht euch keine Sorgen um Javier. Javier ist nicht mehr unter uns. Tot? Wie habt ihr... Ihr wart das, oder? Ihr habt sie getötet und dann seid ihr rausgeklettert, mitten in meinem Laden. Ja. Lasst mich einfach in Ruhe. Ich will damit nichts zu tun haben. Und wenn jemand kommt und danach fragt, sage ich, dass ihr es wart. Jetzt nicht so unhöflich. Weiß nicht, was euer Problem ist. Ihr schon wieder. Wollt ihr etwas kaufen oder eine andere Ecke meines Ladens in Schutt und Asche legen? Wisst ihr, ich gehe einfach. Ich kann nicht gehen. So, zeigt mir eure Ware, ich kaufe aber nichts. Natürlich. Vergesst nicht, wir tauschen auch. Ja, aber jemand, der mich so anfährt, werde ich nichts kaufen. Kann ich auch darauf verzichten. So. Dann sollten wir uns jetzt melden bei Doolin. Es heißt, Javier wird uns nicht länger belästigen. Ihr seid sicher hier, um mir das mitzuteilen, richtig? Ja, ich habe außerdem diese Papiere gefunden und die zeigen, dass Söldner angehört wurden für den Mord an Trian. Unser Verdacht war richtig. Aber es ist schon unheimlich, wenn jemand so eiskalt den Tod seines Bruders arrangiert. Belen ist ein Monster. Ich bin froh, dass ihr uns helft, seine Herrschaft zu verhindern. Wenn ihr bereit seid, wird Lord Harrowmont euch nun empfangen. Okay, dann führt mich zu ihm. Seine Lordschaft freut sich, euch kennenzulernen.
Seid gegrüßt, Lord Harrowmont. Offiziell heißt es, dass ihr meinen Gegner unterstützt. Aber Dulin sagt, ihr hättet euch auf uns eingeschworen. Ich bin Lord Parol Harrowmont und möchte es gern von euch selbst hören. Ist es wahr? Ja, nach dem, was ich bisher über Belen alles erfahren habe, würde ich lieber euch auf dem Thron sehen als ihn. Ich hätte es vorgezogen, wenn ihr zu mir gekommen wärt, bevor ihr bei einigen der wichtigsten Familien von Orsama Lügen über mich verbreitet habt. Aber mit diesem Beweis für Belens Machenschaften können wir sicher eine Abmachung treffen, wenn wir einander schon nicht vertrauen. Wenn ihr wirklich für mich sein wollt, müsstet ihr noch eine Sache erledigen. Wisst ihr irgendetwas über den Paragon Branka? Ja, so einiges. Die Versammlung hatte sie zum Paragon gemacht, weil sie einen neuen Brennstoff erfunden hat, mit dem es keinen Rauch mehr gibt in Schmieden. Das war halt sehr nützlich. Und so? Ja, er ist rauchlos und hat die unterirdischen Essen sicherer gemacht, als sie es je waren. Vor 2 Jahren ist sie mit ihrem ganzen Haus in die tiefen Wege gezogen, um alte Geheimnisse zu lüften. Seither hat niemand mehr von ihr gehört. Wenn sie zurückkäme und eine Empfehlung für den Thron ausspräche, müsste die Versammlung aus Gründen der Ehre ihren Wunsch akzeptieren. Seid ihr sicher, dass Branka euch als König unterstützen würde? Ich kann nicht sagen, was sie tun würde. Sie war immer schwer einzuschätzen. Sie wollte nie ein Paragon sein. Es ging ihr immer um ihre Kunst, nie um Politik. Aber eine der brillantesten Zwerginnen, die Orsama je gesehen hat. Branka hasste die dunkle Brut von ganzem Herzen. Sie wäre auch eine wertvolle Fürsprecherin, was euren Vertrag angeht. Aber denkt ihr überhaupt, dass Branka noch lebt, nachdem sie jetzt schon 2 Jahre in den tiefen Wegen ist? Ihr gesamtes Haus hat sie begleitet. So viele sind nicht leicht zu töten. Falls doch, bringt Beweise für ihren Tod oder ihre Leiche mit, um sie dem Stein zu übergeben. Dann hätte sie immerhin als Ahnin meine Hand zu ihren Überresten geführt. Ich schätze, dann werde ich von der Branka suchen müssen. Meine Männer haben Brankas Spur bis zu einer alten Kreuzung verfolgt, die Caridins Kreuzung genannt wird. Sie liegt viele Meilen unter unseren üblichen Wegen, aber ich habe eine Karte, die euch hinführen wird. Geht einfach durch die Minen in die tiefen Wege. Nochmals danke. Mögen die Ahnen eure Schritte leiten. Okay. Wer von euch hat Lust, noch länger hier unterirdisch zu bleiben? Was will Harrowmont denn immer noch von uns? Solltet ihr Branka finden, vertraue ich darauf, dass ihr beide eure Wahl mit dem Tag. Ja. Was ich sagen wollte, Leute. Wenn wir nicht schon eine ganze Weile jetzt hier unter Tage, wollen wir nicht lieber mal wieder ein bisschen rausgehen? Ihr wisst schon, frische Luft und sowas. Irgendwie finde ich das hier langsam sehr zermürbend. Vielleicht brauchen wir mal eine Auszeit an der Oberfläche. Schon unterwegs? Ich denke, das werden wir auch mal machen. Wenn Branka schon 2 Jahre in den tiefen Wegen überlebt hat, dann wird sie das auch noch. Ein paar weitere Tage, während wir uns auf der Oberwelt noch ein bisschen umsehen. Denn uns haben noch Neuigkeiten erreicht. Wir haben noch Briefe bekommen von diversen Leuten. Vielleicht sollten wir den Sachen mal nachgehen. So. Aber bevor wir gehen, gehen wir noch mal einmal kurz in unseren Lieblingsladen. Nehme ich zu Figo zum Portwachen. Er sagt, er macht uns bessere Preise. Mögen die Ahnen euch für die Rettung meines armseligen Ladens segnen. Wie kann ich mich dankbar zeigen? Ja, ich verlasse mich auf den Rabatt. Ich gebe euch alles zum geringsten Preis, den ich verantworten kann. So. Dann nehme ich noch so einigen Krams. Brauchen wir noch eine Zweihandwaffe? Ich glaube nicht. Wir haben schon dieses hübsche Schwert hier rumliegen. Ich glaube nicht, dass wir noch diesen Bogen brauchen.
Erst recht brauchen wir diese Pfeile nicht. Von den Hauben behalten wir mal eine. Die wäre vielleicht was für Zevran. Ja. So. Sonst noch was? Vase können wir verkaufen. Den Edelsteinrest behalten wir. Das kann weg. Das kann auch weg, denke ich. So wie das. So. So, mal wieder ein bisschen mehr Platz im Gepäck. So. Gut, dann können wir, glaube ich, die ganzen schwachen Balsame auch mal verkaufen. So, gut. Dann kehren wir mal in unser Oberflächenlager zurück. Nehmen wir uns eine Auszeit von diesem ganzen Zwergengedusel. Brot, bitte, Sir. Nur ein Stück Brot. Ich habe leider kein Brot dabei. Ich habe jede Menge Sovereigns dabei, um Brot zu kaufen, aber Brot haben wir leider nicht. Ah, der Himmel. Ah, Leute. Also, was ist mit deinem Onkel? Tut er das, was du gesagt hast? Psst, nicht so laut. Wer sollte uns denn hören? Ich sehe hier keine Soldaten. Du etwa? Ich bin es leid zu flüstern. Hör zu, ich erzähl's dir später. Und hör auf, hier so rumzuschreien. Okay. Hätte ich nicht mehr diese stickige Unterlandluft. Gehen wir erstmal ins Lager. So, huch, wer seid ihr denn? Kennen wir uns?